Let's get ready to rumble! Oder einfach YouTube. Hallo YouTube. Ja, heute stelle ich euch meine Nintendo DS und Game Boy Advance Sammlung vor. Aber wie ihr gesehen habt, ich bin verletzt. Ich war gestern noch 3 Stunden im Krankenhaus, weil ich gestern Nachmittag bei mir im Treppenhaus ausgerutscht bin und voll auf meinen Rücken geflogen bin und habe mir dann eine Brustprellung geholt. Und ich habe mir an meinen kleinen Finger hier, also hier, ein Stück Knochen verloren, Splitterfraktur. Und jetzt muss ich hoffe, 3 Wochen nur das tragen. Das Lustige ist, ich bin jetzt krank geschrieben, aber ich kann nichts machen. Ich kann weder zocken noch wirklich schreiben. Genau, das wollte ich sagen. Ich antworte euch trotzdem. Ich schreibe mit links, das dauert dann nur was länger jetzt, aber ich antworte immer. Also keine Sorge. Und ich mache auch noch Videos. Nichts ist mir lieber als das Wohl meiner Abonnenten. Aber fangen wir an. Das ist das Nintendo DS in Blau. Ich habe mir blau gekauft, weil rosa war ausverkauft. Nein. Blau gekauft, weil ich mag blau und ja. Das war halt das Nintendo Dogs Pack. Das Spiel zeige ich euch gleich. Ja, ich finde, das ist eine gute Konsole. Nintendo hat jetzt schon eine Million Nintendo DS-Versionen rausgebracht. Ja, na, es ist gelogen, komm, ihr wisst das ja auch. Der DS ist zwar geil und ja, aber mir reicht auch der alte DS. Als erstes fange ich mit den Game Boy Advance Spielen an. Astro Ball, Omega Factor von Sega. Komplett in Deutsch. Ja, ist ein. Was ist das für ein Spiel? So ein Shooter-Spiel, Score-Spiel. Man fliegt manchmal so wie bei Parodius oder Gardius so. Oder man kämpft mal so, wie soll ich sagen? Ja, so wie Metal Slug und so. So, hier so. Ist ein gutes Spiel. Eins meiner Lieblings-Game Boy Advance Spiele. Kann ich empfehlen. Dann ein Spiel, was ich nicht so empfehlen würde, Banjo Pilot. Ja, ist so eine Art Mario Kart. Macht kurz Spaß, aber kommt nicht an Diddy Kong Racing oder so ran. Ist so ein Durchschnittsspiel, braucht man nicht unbedingt. Dann Digimon Racing. Ja, warum habe ich mir das damals gekauft? Ja, das ist nicht schlecht, ist so eine Art Mario Kart, ist jetzt nicht schlecht, aber auch nicht das Beste. Für Digimon-Fans und die Mario Kart-Zone ist das okay. Hat mal 25 € gekostet. Dann Final Fantasy Tactics. Ja, ist ganz gut. Sollte man haben, ist auch ein bisschen schwer, aber ist halt Final Fantasy Tactics. Ich finde es halt cool. Sollte man haben als Strategie-Fan, als Final Fantasy-Fan, weil es einfach gut. Dann Gunstar Future Heroes. Hat auch von der Endzone einen Hit bekommen und von der GamePro 90%. Ja, ist auch wieder so ein Score-Spiel von der Seite. Sowas wie, ja, halt wie Metal Slug und so. Ist voll cool. Ich finde es sehr, sehr cool. Ist auch am ziemlich mittendrin. Ankommen wird ziemlich schwer auch, aber sollte man haben. Ist ein ganz gutes Spiel. Dann, das gefällt mir auch. Medal of Honor Infiltrator. Ist jetzt kein Ego-Shooter-Spiel, man sieht die Figur von oben in der Vogel. Das ist nicht ausgesprochen. Ja gut, ihr wisst, was ich meine. Perspektive, genau das war das Wort. Naja, manchmal ist es so wie eine Art Moorhuhn so, da kommen Soldaten, dann muss man die abknallen. Ist ganz gut, ist aber auch sehr schwer. Wenn man die Medal of Honor Rising Sun GameCube-Version hat, kann man das verlinken, dann kriegt man in der GameCube-Version noch extra Granaten. Ja, auf jeden Fall gut. Sollte man haben. Dann ein Jump'n'Run-Spiel. Clona Empire of Dreams. Ja, ich finde es jetzt nicht so gut wie die PlayStation-Teile oder wie die Wii-Version. Die ist auch viel besser als das. Aber für zwischendurch ist es okay. Dann Crazy Racers. Ist auch wieder so eine Mario Kart-Klon. Man kann da die Ninja aus Metal Gear zum Beispiel spielen oder Gurmon und all andere Konami-Figuren. Ich finde es persönlich sehr gut. Klar kommt es nicht an Mario Kart dran, aber ist trotzdem sehr gut. Also, wenn ihr was Neues sucht, kauft euch das. Es ist nicht schlecht. Dann ein Spiel, was mir auch sehr gut gefällt, ist zwar die US-Version, aber die deutsche Version ist auch nicht in Deutsch, nur die Anleitung. Das ist Onimusha Tactics, ist eine Art Final Fantasy Tactics. Mir persönlich gefällt es besser als Final Fantasy Tactics. Es ist nicht so schwer, aber trotzdem ist es sehr gut. Also,
Wenn ihr es seht, kauft es euch. Dann ein Spiel, kann ich nicht so viel zu sagen, habe es nicht lange gespielt. Yu Yu Hakusho ist so eine Art, was ist das? Ja, spielt auf einer TV-Serie anscheinend. Ist ein Anime-Spiel. Also was ich da gespielt habe, man läuft da so durch die Stadt, da kommen immer so Gegnertypen, ich glaube es sind Dämonen oder so. Ist ganz schlecht, auch nicht schlecht, auch wenn die Grafik sehr schlecht ist. Also sollte man mal reinschnuppern. Es gibt ja mehrere Spiele dafür. Für PS2 gibt es zum Beispiel ein Kampfspiel davon. Das ist okay, es kommt jetzt nicht an Dragon Ball oder so ran, aber einfach mal Probe spielen. Und mein absolutes Lieblingsspiel auf den Game Boy Advance. Es gibt natürlich eine Menge Final Fantasy, aber das hier, ich mag die ganze Serie. Son of the Enders. The Fist of Mars. Ja, es ist ein Strategiespiel. Ist dann so auf einer Karte, dann sind da die Gegner, dann kommt manchmal so, da muss man den Gegner anvisieren und schießen. Ich weiß nicht, wie viele Enden das Spiel hat. Ich habe, glaube ich, 2 schon durchgespielt. Ich finde es total geil. Ist mein absolutes Lieblings-DS-Spiel. Ach, DS-Advance-Spiel. Wie euch aufgefallen ist, ich habe zwar ein DS, aber kein Game Boy Advance. Richtig. Ich spiele entweder auf den Nintendo DS Boy Advance-Spiele oder auf den Game Boy Play mit dem Gamecube, dann spiele ich aber auf dem Fernsehen. Wenn ihr das findet, kauft euch das. Das ist ein hammergeiles Spiel. Ihr werdet nicht enttäuscht. So, jetzt fange ich mit den DS-Spielen an. Mein zweites DS-Spiel war Another Code. Ich finde es sehr gut. Es gibt sogar einen zweiten Teil für die Wii. Ja, was ist es? Eine Art Point-and-Click-Spiel, halb, aber ohne. Man sieht die Figuren nie. Also, man sieht, spielt immer von der Ich-Seite. Man spielt dieses Mädchen. Wie heißt sie denn nochmal? Ich glaube, Ashley. Man sucht seinen Vater. Ich finde es ganz gut. Ist auch mit den Rätseln ist ziemlich schwer, aber hat eine geile Atmosphäre. Und wenn ihr ein DS habt, kauft euch das Spiel. Wenn ihr auch, also ich sag euch echt, das ist nicht schlecht. Ich würde es mir wieder kaufen. Ein Spiel, das habe ich schon mal gezeigt, glaube ich. Beim Unpacking. Ace Attorney, nee, oder so. Man spielt einen Anwalt. Zwischendurch muss man auch so Morde lösen und die Unschuld des Klienten ja, beweisen. Alles noch in Deutsch. Der neueste Teil, der ist ja leider nicht mehr in Deutsch. Nur noch die Anleitung. Ich mag die Serie, auch wenn es manchmal ein bisschen schwer ist. Ist ein ganz gutes Spiel, sollte man haben. Ich entschuldige mich, dass ich manchmal ein bisschen langsam jetzt bin, aber ich darf meinen Arm nicht, also meine Hand nicht so viel bewegen, aber ich gebe mein Bestes. Dann Advance Wars Dual Strike. Ja, ist genau wie die Game Advance Teile. Ach, Game Advance, doch, Game Advance Teile. Ich mag die Advance Wars Teile. Sollte man haben, als ich kann es auch als Strategiespiel empfehlen, ist sehr gut. Also, kauft es euch. Dann Advance Wars Dark Conflict. Ja, ist immer noch Advance Wars, aber alles was erwachsener. Ich glaube, der Teil hat sich nicht so gut verkauft. Also mir gefällt er sogar besser als die alten Teile für den Game Boy Advance oder der letzte für den DS. Das ist mein Lieblingsteil. Man spielt diesen Jungen. Ich weiß seinen Namen nicht. Und dieses Mädchen ist, ich hab's noch nicht durch, hat irgendeine mysteriöse, ja, Angst. Ich glaube, sie ist ein Klon oder sowas. Und die hat auch Angst, da gibt's, also in dem Spiel gibt's eine Krankheit, die die Menschheit auslöscht. Es gibt kein Gegenmittel. Und dieses Mädchen hat da irgendwas mit zu tun. Leider hänge ich gerade in der Mission fest, aber ist sehr gut. Und man konnte es, glaube ich, online gegeneinander spielen, mit diesen, ja, mit dem WFC, glaube ich, oder wie das heißt. Halt mit dem Nintendo Hotspot. Und dann ein, auch wieder ein Anime-Spiel. Bleach, The Blade of Fate. Ja, ist ein Kampfspiel. Habe ich ja schon mal gezeigt bei den Unpacking. Es gibt anscheinend mehrere Teile davon. Der letzte Teil ist ein Strategiespiel, so halt, halt wie Onimusha Tactics oder Final Fantasy Tactics. Ja, das empfehle ich jeden Anime-Fan und ja, kann man auch als Prügelspiel empfehlen, so ein bisschen ab, finde ich es. Also ich finde es nicht schlecht. Dann Bleach, Dark Soul. Ja, ist auch wieder ein Kampfspiel. Gibt halt mehr Figuren. Grafik ist eigentlich gleich. Ist der zweite Teil. Glaube ich. Ich meine, ja. Ich glaube, ja. Ja, habe ich noch nicht gespielt. Und, ja, ist gut. Ich muss mal einen kurzen Schnitt machen, weil wir haben fast 10 Minuten und ich sage, wir sehen uns in Teil 2. Bis gleich.